Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn hier auf meinem Kanal. Ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, sorry, der kam gerade unerwartet, der Nieser. Ja, ich hatte beim letzten Mal gesagt, ich mache das Banditenlager alleine und dann fangen wir ab dem Moment an. Ich habe das dann auch geschafft, nach dem Part letztes Mal. Ja. Es gab sehr viel Schönes zum Sammeln. Ich kann jetzt aber auch nicht wirklich mehr sagen, was ich alles bekommen habe. Es ist auf jeden Fall eine Menge gewesen. Es war etwas schwer, das wirklich alles in den Beutel zu kriegen. Ach ja, stimmt. Ja, ich habe mir noch einen Bogen gekauft. Einen weiteren Bogen hier unten. Das hier unten. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, was das alles ist. Also, Beutefall. Da werden, glaube ich, ein paar Teile mehr abfallen mit dem Pfeil. Das hier ist Präzisionspfeil. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Und das ist ein Zersprengerpfeil. Also, ja, also in Auktion habe ich das Ganze noch nicht gehabt. Das werden wir dann mal schauen, wie das dann ist. Ich muss gerade überlegen, wo muss ich jetzt überhaupt lang? In welche Richtung? So, hier unten habe ich irgendwie ganz viel noch gar nicht entdeckt. Da sind auch noch wieder ganz viele Blümchen. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal in Richtung Meridian. Die Pate arbeiten schon lange hier. Seit der Turm seinen ersten Schatten auf den Tafelberg geworfen hat. Die Osseran. Und da ist ein Häselchen! Ha! Geschafft! So. Kenne ich das Teil schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, das kenne ich noch nicht. Donnerkiefer. Ach du meine Güte. Das ist echt ganz schön viel zum Zersprengen. Eventuell ziemlich stark. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Komm. Ich versuche das Ganze mal. Okay, ja, gut, ja. Yo! Wow! Hilfe! Backe. Okay. Ja, also das Ganze war nur als kleiner Test angesehen meinerseits, ob das funktioniert. Okay. Gut. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich mich vor den Viechern erstmal in Acht geben sollte.
Probieren geht natürlich über Studieren, ne? Ja. Okay. Lauf ich den ganzen Weg nochmal. Okay, gut. Ich hatte ein Ei zum Frühstück, aber das ist mir nicht gut bekommen. Ja, dann war das Ei wohl schlecht. Oder aber du hast eine. Wie heißt das? Das brauche ich später noch. Wie heißt das bei Eiweiß? Also bei Milch heißt es ja Laktoseintoleranz. Aber wie genau heißt das denn bei Eiweiß? Ja, Eiweißintoleranz? Ich will den Herzen hier. Lalalala. Geht doch. Thank you. Okay, vor dem Vieh, das Vieh lasse ich in Ruhe. Ich hoffe, das Vieh lässt mich auch in Ruhe. Lagerfeuer entdeckt. Und wo genau? Ach, hier vorne. Ja, aber es war schon cool. Da ist so ein Ding abgegangen und dann war das erstmal so eine wunderschöne Waffe. Klar. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon mal gefallen hat, beziehungsweise wenn euch das generell gefällt mit meinen Let's Plays, dann lasst doch gerne für jedes einzelne Let's Play einen Daumen nach oben zurück. Beziehungsweise abonniert meinen Ach, Kanal. gutes Fleisch. Warum dachte ich gerade eben, das wäre noch ein Häschen? Ich dachte, das wäre noch ein Häschen. Und was war das jetzt eben? Ein Fuchs. Okay. Na gut. Brauche ich beides. Noch mehr Maschinen. Inventar. Inventarrohstoffe. Herstellen. Mal gucken. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö, schade. Was brauche ich denn hierfür? Metallscherben. Oh, und nochmal ein Kaninchenknochen. Okay. Dann versuche ich nochmal irgendwie einen wunderschönen Hasen zu finden. Und für den Rohstoffbeutel brauche ich noch einen Schweinsknochen. Ja, brauche ich einen Schweinsknochen noch. Okay. Okay. Also eigentlich am besten auf alles ballern, was man hier irgendwie finden kann. Ah, ich kann hier nichts mehr herstellen, das ist blöd. Na gut. Langsam. Elektro. Oh Mann! Nicht schon wie. Okay. 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 Ich hab ja. Ja, gut. Ist nicht umsonst vom letzten Part der Titel: Der Weg ist steinig und schwer. Nicht nur steinig wegen der ganzen Umgebung, nein, auch schwer, weil diese ganzen Maschinen um meinen
heftige stärker sind. Beziehungsweise ziemlich schnell. Die waren ziemlich schnell, die Langbeine. Die waren tatsächlich ziemlich schnell. Okay. Gut. Ich wollte den Hasen hier haben. Jetzt ist der Hase doch wieder weg. Sehr nützlich. Toll. Okay. Dann heißt es jetzt für mich... Dann heißt das Ganze jetzt für mich... Ja, direkt nach Meridian. Nicht irgendwie versuchen, Tiere irgendwie aufzuhalten, kaputt zu hauen oder keine Ahnung was. Nein, wirklich direkt. Und ohne Umwege. Das war ein Normalo. Das ist ein Kumpel. Also, Kumpel nicht, aber Verbündete. Da vorne ist noch ein Lagerfeuer. Das hole ich mir nochmal. Jetzt nicht angezeigt, dass ich es entdeckt habe, aber gut. Die Sache endet hier. Wenn wir sterben, dann ehrenvoll. Das war knapp. Ja, da hatte ich natürlich jetzt Hilfe. Das ist gut. Bei dem Langbein. Das ist gut. Wo ist der? Da. Ich habe gar gedacht, hey, wo ist der? Der ist schon abgeblieben, ey. Bam. Yes. Wunderschön. Neue Sachen, glaube ich. Teilweise. Yes. Schön. Okay, natürlich nicht schön. Also nicht so viel Neues. Genau. Aber ich bin längst weg. Ja. Es ist schon schön, wenn da so ein paar Sachen dabei sind, die ein bisschen... Ach, da unten ist auch noch ein Lager. Na gut, okay. Macht nichts. Dann laufe ich eben hier jetzt lang. Ja, ist generell schön, wenn da so ein paar neue Sachen auftauchen. Da ist irgendwas. Okay. Darum können sich die anderen kümmern. So. Noch 500 Schritte. Ich möchte trotzdem irgendwie jetzt mal langsam ankommen. Hab schon Besseres gesehen. Da ist noch eine Mission, okay. Okay. Was für eine Zeit. Die Vorführung mit. Letzte Woche war viel besser. Quatschen wir mit dem? Oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Ja, machen wir mal. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert, wie Weißkohlen, hier im Steinbruch. Okay. Ich dachte gerade, das wäre Onkel Iroh, aber nee.
5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Oder einfach eine Maschine. Die können doch alles zerschreddern. Achso. Steht zur Auswahl. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Achso, okay. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Verzeihung, ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches. Tja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawat sagte, nein, das ist zu dämlich. Hä? Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Ich weiß zwar nicht, was du für Sprengungen kennst, aber bei Sprengungen wird der Körper doch auch meistens zerrissen, oder nicht? Oder bin ich da irgendwie falsch informiert? Bei Sprengungen wird der Körper doch auch zerrissen. Naja. Okay. Was genau hat Sarawat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steine rücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Naja, je nachdem, was da wirklich ist, ne? Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft? Oh, das ist schön. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Okay. Das können die sonst aber besser. Ich habe das schon 4-mal gesehen. Dann schauen wir mal nach, was da so ist. Also, erstmal die aktive Quest sein lassen. Oh, Stufe 24. Okay, nee. Nee. dann machen wir weiter mit der normalen Quest in Richtung Meridian. Oh, das wird dir gefallen. Ja, dann ist es nicht verwunderlich, dass die ganzen Tiere hier gerade sehr stark sind. Wenn diese Mission auf Stufe 24 ist, dann... ja, ich möchte nicht wissen, was da auf uns wartet. Die Quest machen wir dann ein anderes Mal, wenn Aloy eventuell so circa Stufe 28 ist. Ja, also ich weiß natürlich, ist ein bisschen unnötig, bei entdeckten Lagern dann einfach immer... noch zu speichern. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir ich sind möchte treue trotzdem Bürger. Wie lange müssen speichern. Wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt? Was hast du, Kumpel? Eigentlich irgendwie so viel, so alles, was man hier sonst irgendwie auch schon hat, ne? Verkaufen. Ich möchte mal gucken, was ich verkaufen kann. Verkauft gegen Metallscherben. Okay, das kann ich perfekt verkaufen. Verkauf gegen Metallscherben, das ist auch gut. So, das kann ich auch. Normalerweise mache ich das immer ein bisschen ungerne, Sachen verkaufen im Spiel. Aber hier steht dann dementsprechend auch, wofür man das verwenden kann.
Und wenn da dann praktisch nur steht Verkauf gegen Metallscheiben, Metallscherben, dann verkaufe ich das. Ein paar Doppelungen hier kann ich ja auch verkaufen. Beziehungsweise die Sachen, die halt ein bisschen schwächer sind. Ich muss mal gucken. Ja, also ich würde mal sagen, alles, was so unter 9% ist, verkaufe ich. Beziehungsweise trenne ich auseinander, je nachdem. Aber verkaufen ist womöglich auch ganz gut. So. Wollte erstmal reichen für alle Carter. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Sei auf der Hut. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Ja. Die Stadt ist abgesperrt. Wegen des Mordes. Immer müssen es die Händler. Was für ein Mord? Viel Glück beim Durchkommen. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem Monat pleite. Was für ein Mord? Hä? Okay. Ich sage doch nur, wenn mir so eine Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Verdammt! Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Irgendwie hätte ich mich schon gefreut, die kennenzulernen, die Schwester. Aber wenn sie jetzt tot ist? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört, dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich, wegen Olin. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ach was. Ich muss Olin finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olin mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo... Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Okay. Und deine Schwester? Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs.
Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Das schaffst du schon irgendwie. Die Sache ist die. Würden die Leute dir nicht vertrauen, dass du diesen Posten gut machst, hätten sie dich gar nicht als Hauptmann ernannt. Denke ich mal jedenfalls. Ich hab auch jemanden verloren. Bei der Erprobung, mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht? Ja, wie kommt das? Was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Irgendwie schon, ne? Das ist eigentlich eine gute Frage. Gehen wir mal zu Olins Wohnung. Ich muss Olins Haus sehen. Jetzt. Okay, dann komm. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit, das Bewachen der Stadt. Müssen die wirklich alle ihre Waffen immer Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Immer bereit, was? Mit euren Waffen? Das Mädchen. Ist sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Ich hab euch im Auge, habt ihr gehört? Blut für Blut. Rache für Ersa. Wie lange noch Blut für Blut? Rache für Ersa. Wie lange noch will Avad sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr, warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Also ich kann es halt verstehen, aber auf der anderen Seite, der König möchte eventuell nicht so wie sein Vorgänger viel Blut vergießen oder keine Ahnung was. Natürlich kann man es auch ein bisschen übertreiben, ne? Also indem man gar nichts mehr bestraft, aber trotzdem. Ganz ehrlich, Blut vergießen für Blut. Das ergibt doch später trotzdem nur noch wieder Rache-Durst. Also, irgendwann muss man auch aufhören mit sowas. So. Okay, wie kommen wir da rein? Mit einem Schlüssel. Oder mit einem Fuß. Das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindung zum König. Okay. Da ist noch eine Tür. Kann ich die aufmachen? Hier ist doch aber nichts. Hier ist doch aber nix. Haha, kaputt machen. Ich will auch so ein schönes Haus. Hab ich nicht. Alles kaputt machen hier. Aber hier ist nix. Vielleicht oben. Eigentlich ist es immer sehr beruhigend, etwas kaputt machen zu dürfen. Oh, was ist das denn? Seine Familie. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Ja. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein.
Gibt es hier vielleicht noch ein bisschen mehr? Ach, da ist noch eine Treppe. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch nichts mehr. Außer das Bild, aber gut. Okay, ich gehe. Alter! Tja, hat der echt ein Riesenhaus. Ey, ich will auch so ein Riesenhaus haben. Also so war... Ach du meine... Hä? Wozu hat denn der hier so ein Loch? Okay. Ist hier noch irgendwas? Ach, hier. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mal sehen, was darunter ist. Eine Treppe. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Okay. Ha! Ich weiß wie. Ich weiß es. Lass gut sein, Mädchen. Verschwende deine Zeit. Nö. Tu ich nicht. What? Habe ich gerade irgendwas verpasst oder? Hallo? Hä? Ich bin da doch gerade eben von runter. Und bin ich gestorben. Nur wegen dem Teppich? Alter, der ist so dünn. Das macht doch keinen Unterschied. Ob ich jetzt auf dem Teppich oder auf die Tür lande. Nee, also das ist doch kein... Wenn das jetzt so ein wirklich so ein Meterteppich wäre. Okay, 10 Meter jetzt, Meter vielleicht nicht, aber... also wenn das jetzt wirklich so, weiß ich nicht, 20 Zentimeter oder so sind. Oder 10 Zentimeter. Dann könnte ich es vielleicht verstehen. Aber doch nicht so dünn, wie der da ist. Alter, was für ein Unterschied. Ha, nur wegen dem Teppich. Lass gut sein, Mädchen. Du verschwendest deine Zeit. Nee. Tu ich nicht. Muss ja irgendwie einen Weg gehen. Ah, ha. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Ach so. Nur ein kleiner Schubser. Ich muss das Ding schieben. Ich dachte, ich müsste da drüber springen oder drauf springen. Na komm, Eloy. Sind das Goldbarren? Heftig. Der scheint reich zu sein. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Scheiß drauf. Ist doch egal. Ach, hier. Ja. Mhm, klar. Hier sterbe ich mal wieder nicht. Aber eben gerade auf die Tür, da sterbe ich. Klar. Mhm. Klar. Das macht auch so Sinn. Macht auch so Sinn. So. Das ist eine Werkstatt. Hier sind zwei, drei Sachen, okay. Mal gucken. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Emilie umzubringen. Auch wenn er vielleicht ein Verräter ist, er hat es nicht freiwillig getan. So, was untersuchen wir zuerst? Das Tagebuch. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Ähm.
seit wann musste man eigentlich so schriftstellermäßig was gut drauf haben, nur weil man Tagebuch führt? Man schreibt doch seine ganzen Gedanken rein, oder nicht? Wozu braucht man da denn irgendwie so ein schriftstellermäßiges Gefühl für? Also wirklich. Oh, ganz schön groß. Und hier sind auch wieder zwei Aufträge. Oh Mann. Ja. Die ganzen Aufträge sind echt ganz schön heftig. Ach, hier, das geht hier noch weiter. Da ist noch was, hier ist schon auch noch irgendwie was. Ach du meine Güte, ist das groß. Okay. Ich möchte mir eigentlich schon ganz gerne anschauen, was das gerade war. Mit dem Tagebuch. Wo genau ist das jetzt überhaupt? Ach, hier, warte mal, hier. Ich muss das hier nochmal wegmachen, so. Nee. Nee, hä? Tagebuch. Okay. Ach, das ist ein Set. Ach, du meine Güte, okay. Das wusste ich jetzt auch noch nicht so genau. Ah, Spieleabschluss 27%. 27,11%, genauer gesagt. Das ist doch auch irgendwie schon mal schön zu wissen, wie lange ungefähr das Spiel noch dauert. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, cool. Ich habe schon fast 30% des Spiels geschafft. Also fehlt ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Nee, aber eigentlich wollte ich gerade was ganz anderes. Ich wollte wissen, wo das blöde Tagebuch ist. Ich wollte das blöde Tagebuch sehen. Tagebuch. Wo bist du denn? Müsste eigentlich bei dem Notizbuch sein irgendwo, ne? Ach, was soll's. Lass das Tagebuch sein. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Mhm. Also, ich kann da ja nicht so viel erkennen, ne? Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Ich sehe Dinge. Mit dem Fokus, denn ich bin ein Hellseher. Nein. Es ist einfach nur alles Technik. Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus. Ist auch so? Das Gerät ist das gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren. Über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Möglich. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkernpass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkernpass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Also, ich möchte ihm gern helfen, wenn das die Geschichte nicht, also nicht
vorgesehen hätte, dann hätte ich mich natürlich auch nicht wirklich was dagegen wehren können, ne? Bei dem Pass. Ist es gerade dunkel geworden? Och du meine Güte. Jetzt sind es sogar noch zwei mehr geworden. Wie viele Händler gibt's hier? Heftig! An jeder Straßenecke gibt's einen Händler. Geil. Ja. Die Stadt der Sonne, Stufe 12. Und das Feld der Gefallenen, Stufe 19. Also ich würde mal sagen, wir machen das mit der Stadt der Sonne weiter erstmal. Jagd für die Loge. Okay, ja, gut, können wir auch nochmal machen. Also die Sachen... Ach du meine Güte. Wie viele Jagdgebiete gibt es denn überhaupt? Ach, genau. Ja, also ich glaube... Ach ja, stimmt. Die wollte ich auch noch machen. Die ganzen Tutorials doch. EP. Da, dann bin ich garantiert auf Stufe 25, wenn ich alle vier fertig gemacht habe, ey. ja, also... Ein paar Sachen wollte ich, glaube ich, separat, ohne dass ich es aufnehme, machen, damit es einfach ein bisschen schneller vorangeht. Aber so Hauptstory und Nebenstories und Banditenlager, auf jeden Fall die Langhälse. Die Langhälse mache ich mit euch zusammen. Also Hauptstory, Nebenquest mache ich ein paar mit euch. Die Aufträge, mal schauen, das ist immer so ein bisschen blöde. mit den ganzen Prüfungen und so. Banditenlager, naja, mal gucken. Und die Jagdgebiete, ja, also generell, das ist ein bisschen blöd. Jedes Mal die ganzen Prüfungen und keine Ahnung was zu machen. Brutstätten höchstwahrscheinlich mache ich auch mit euch noch zusammen. Verdorbene Zonen, mal schauen. Also wenn da neue Sachen, also wenn da neue Maschinen dabei sind, dann mache ich sie mit euch zusammen. Aber auch sowas wie diese ganzen Tutorials, die mache ich irgendwann mal separat. die muss ja jetzt kein Schwein irgendwie mitbekommen. Beziehungsweise, ja, also generell, wenn ihr da Probleme haben solltet, ihr könnt da auch selber reingehen in die Tutorials. Das wird, glaube ich, ein bisschen einfacher dann sein, als wenn ich euch erkläre, wie ihr die ganzen Waffen verwendet. Ich treffe sie lieber bei Karja-Händlern als bei einem Äußerer. So, da vorne ist ein Händler. Mal gucken, was die hier so alles haben. Ach, nur Schatzkarten. Nur Schatzkarten, okay. Interessant. Ich kaufe mal ein paar. Soweit es möglich ist. Okay. Gut. Super, gut. Ja. Also wir müssen da oben wieder lang. Sag mal, wo müssen wir ganz lang hin? Alter, meine Güte. Ah, der Steinbruch. Ach du meine Güte, ist da weit entfernt. Okay. ja. Was ist das hier? Okay, perfekt. Ich muss mich ganz kurz mal sammeln, ich muss mir gerade mal eine Reihenfolge überlegen, wie wir was machen. Also ich möchte schon gerne diese ganzen Leute bequatschen, um die ganzen Missionen zu erhalten. Das auf jeden Fall. Ja, okay. Wir jagen für die Loge. Wir müssen mit den Ligern reden. Das machen wir dann auch. Ich habe gedacht, okay, ne, jagen für die Loge ist auch so eine blöde Mission. Aber okay, wir müssen damit nur mit dem Typen nur reden. Das können wir ja erstmal auch ruhig machen. 4 Aufträge. Ach du meine Güte. Ja. Wie lange haben wir den Part jetzt am Laufen? 40 Minuten? Oh, 40 Minuten, 45 Minuten, weiß ich gerade nicht so genau. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich echt freuen, wenn ihr
einen Daumen nach oben dalassen könntet und ja, zum Unterstützen auch meinen Kanal abonniert. Sie hauen einen übers U. Denn, naja, also es gibt ja sehr viele Zuschauer auf meinem Kanal. Möglich, dass die einmal auftauchen und dann nie wieder. Aber für all diejenigen, die hier auf meinem Kanal öfters dabei sind, die dabei. Jetzt hat mich der Satz eben von Aloy ein bisschen rausgebracht. Ja, also für diejenigen, die auf meinem Kanal öfters dabei sind, entweder weil sie Horizon Zero Dawn ab und zu mal reinschalten oder God of War bei Valhalla vielleicht. Ja, also für diejenigen, die öfters auf meinem Kanal drauf sind, öfters meine Let's Plays schauen, ich wäre sehr, sehr dankbar dafür, wenn ihr mich unterstützen könntet, indem ihr auf dem roten Button oben unten rechts klickt, auf Abonnieren. Würde mir sehr zeigen, dass ich irgendwie auch was richtig mache. Und ja, also je mehr Abonnenten es werden, desto mehr macht es auch Spaß. Denn ja, ist es auch irgendwie so ein Zeichen dafür, dass man auch so ein bisschen wertgeschätzt wird, glaube ich. Und ja, das wäre auf jeden Fall schön. Und ansonsten, ja, lasse ich das vielleicht, das Ganze mit dem YouTube sein, mit Let's Plays, und mache vielleicht was anderes. Möglicherweise funktioniert das auch irgendwie und dann mache ich es spielemäßig vielleicht nur noch auf Twitch. Mal schauen. Werde ich mal sehen. Mal gucken, was die Zukunft so bringt, und ich hoffe sehr, es werden noch ein paar mehr Abonnenten kommen und auch bleiben. Und immer wieder schön reinschalten in die Let's Plays. Und schön gucken, das wäre auf jeden Fall schön. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, das wird hier erstmal ein Ende finden mit dem Part. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich schaue mal genau, in welcher Reihenfolge wir das machen. Also auf jeden Fall werden wir mit dem Typen von der Jägerloge reden. Dann werden wir uns erstmal diese 4 Aufträge hier schnappen. Ob wir sie auch noch machen werden in dem gleichen Part, das ist eine gute Frage. Erstmal auf jeden Fall aktivieren, erstmal annehmen und dann in Richtung von Olin. Das wird echt schon wieder ein langer Weg bis dahin. Also könnte schon mal der halbe Part vielleicht nur vom Rumlaufen sein. Mal gucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns, Leute. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.